Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich, beziehungsweise ein 2-in-1 Unboxing, denn die Goodie Box hat jetzt auch noch eine ganz neue Version rausgebracht, die jetzt alle 3 Monate erscheint, und zwar die Crush-Version. Das ist nur dekorative Kosmetik und ich habe sie alle beide hier. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und weil das eben eine Box ist, die nur gefüllt ist mit dekorativer Kosmetik, starte ich ungeschminkt. Das finde ich ganz praktisch. Mal gucken, wie ich am Ende des Videos aussehe. Es gibt in diesem Video auch etwas zu gewinnen. Und zwar verlose ich hier die Essence My Little Copper Eyeshadow Palette. Das ist diese hier. Die enthält sehr, sehr schöne, neutrale Töne. Und ja, da kann man sich in gewohnter Essence-Qualität wundervoll mit sowohl matten als auch Schimmertönen schminken. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. So, wie gesagt, die Goodie Box kommt im Doppelpack. Die Goodie Box normal, wie wir sie normalerweise kennen, erscheint ja monatlich, kostet 19,95 € pro Box. Und sie ist halt in diesem wundervollen Schubladendesign, wo ich mir auch selber schon ein kleines Regal draus gebastelt habe. Ich bekomme die in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt. Und mit dem Code, den ich euch hier einmal einblende, bekommt ihr sogar, wenn ihr ein Abo abschließt, ein gratis Produkt. Hat immer einen wirklich tollen Warenwert, ist gefüllt mit Pflege und mit dekorativer Kosmetik. Und weil die Goodie Box bemerkt hat, dass wir Beauty-verrückten Ladies halt ziemlich auf dekorative Kosmetik abfahren, haben die sich jetzt nun auch überlegt, eine weitere Version rauszubringen, die alle 3 Monate erscheint. Das ist die Crush-Version. Die kostet für Mitglieder 14,95 € und für Nichtmitglieder 19,95 €. Und ja, die ist etwas kompakter, weil halt keine Pflege drin ist, sondern nur dekorative Kosmetik. Aber auch in der normalen Goodiebox hast du dekorative Kosmetik mit drin. Jetzt schauen wir einfach mal zusammen, was in der Crush-Version drin ist. Es ist ja, so, dass wir die Heftchen nicht mehr in der Box drin haben, sondern wir bekommen sie online. Ich habe mich da schon ein bisschen eingelesen und weiß dann tatsächlich auch schon, was drin ist. Ja, ich habe ein bisschen gespoilert, Leute, aber ich muss ja wissen, was ich zu tun habe hier. Genau, ich öffne die Box einfach mal. Das ist übrigens eine Firma aus Dänemark und ja. Die gibt es schon länger auf dem Markt. Die sind jetzt aber auch nach Deutschland gekommen, schon seit einer ganzen Weile. Ich habe ja schon einige Unboxings hier gemacht. Die bringen auch immer wieder Limited Edition Boxen raus. Schaut da auch gerne mal auf der Homepage vorbei. Hier haben wir jetzt die Crush Box und ein Zettelchen befindet sich dennoch mit da drin. Und hier hinten steht drauf, I won't be sorry for putting myself first and doing exactly what feels good to me. Also man soll in dem Sinne sich nicht dafür entschuldigen, dass man sich auch mal ein bisschen Zeit für sich selber gönnt. Und das ist auch der Kerngedanke von der Goodie Box, dass man sich einfach mal mehr Zeit für sich selber nimmt. Und das finde ich cool. Das kann man sehr gut damit machen und deswegen finde ich das schön. Summer Blues ist hier das Motto von der Crush Box und da bin ich auch gespannt, wie wir Summer Vibes in mein Gesicht reinbringen. Wir haben hier die Box, wo wir, ich habe das jetzt einfach mal die Schublade rausgenommen, wo wir ein Seidenpapier drin haben, das mit einem Klebi verschlossen ist, was ich einmal öffne. Natürlich riecht hier noch nichts, weil dekorative Kosmetik, Leute. Und hier haben wir schon den Blick in die Box und das ist ja schon mal sehr, sehr vielversprechend. Wow. Den Nagellack, den kann ich jetzt natürlich nicht mit euch zusammen testen, aber es ist ein wunderschönes Petrol von der Firma Gosch. Davon hatten wir auch schon mal einen Blush bekommen. Das ist die Farbe 638 Seafoam, also Meeresschaum. Richtig cool. Ja, man sieht es anhand des Nagellacks, den ich jetzt gerade trage, dass ich solche Farben sehr gerne mag. Die anderen 3 Produkte werde ich jetzt im Laufe des Videos mit euch zusammen testen. Und deswegen mache ich mir erstmal einen Primer und eine Foundation drauf und dann starten wir mit dem Concealer. Heute wird es relativ warm hier, also es ist schon sehr warm, man sieht es auch in meinem Kleidchen. Ja, deswegen habe ich auch nur eine leichte getönte Tagescreme verwendet. Und jetzt nehmen wir uns den Concealer vor und zwar ist das von Pass oder von Claire, nee, von Pass, der Claire Brightening Concealer, das ist dieser hier. Da sind 6 Milliliter drin und Leute, das ist ganz schön viel für einen Concealer. Der sieht gar nicht so groß aus, aber er hat richtig viel Inhalt. Ich habe die Farbe 2 Natural hier und man konnte sich die Farbe aussuchen und ich habe auch gesagt, Leute, am liebsten so hell wie möglich, weil ich bin einfach sehr, sehr hell. Schön, der kommt hier mit einem Pinselchen raus. Das ist kein Schwämmchenapplikator, sondern einfach so ein Pinselchen. Und den werde ich mir jetzt einfach hier mal unter die Augen geben. Das ist ein bisschen hell, aber bei mir als Concealer halt wirklich gut von der Farbe her. Und jetzt nehme ich mir ein angefeuchtetes Beauty-Schwämmchen
gucke in einen Spiegel und blende mir den Concealer entsprechend ein. Ach, der deckt schön ab. Das gefällt mir. Der hält schön auf, sieht aber nicht so unnatürlich aus. Sieht sehr, sehr angenehm natürlich aus. Und er fühlt sich tatsächlich feuchtigkeitsspendend an. Die Deckkraft ist relativ leicht, aber das finde ich schön für den Sommer, um ehrlich zu sein. Gib mir noch ein bisschen was in den Innenwinkel. Er ist so leicht. Aber der hält schon auf. Der macht das jetzt nicht zu intensiv, dass ich jetzt sagen würde, oh mein Gott, ich sehe jetzt weiß Gott wie geschminkt aus. Ich schaue mal, dass ich den nach unten hin auch ein bisschen aufbaue. Und um die Nase gucken wir uns das auch mal an. Und hier habe ich auch noch so ein Äumel. Mal schauen, was der so kann. Das ist echt spannend, denn wenn ich den so einblende, blendet er sich halt auch direkt ein, aus, hin und her. Und das ist echt angenehm, weil das so eine wässrige Konsistenz ist. Ja, zum Abdecken kannst du den jetzt nicht unbedingt nehmen. Also hier scheint irgendwie noch gefühlt alles durch. Aber um die untere Augenpartie aufzuhellen, ey, das ist voll meine Farbe übrigens, und alles frischer aussehen zu lassen, ist ja schon ganz gut, ne? Also für Leute, die eine leichte Deckkraft haben möchten beim Concealer und so eine leichte Konsistenz, da war noch ein bisschen Foundation in der Augenbraue, ist der sehr, sehr gut geeignet und für mich dann auch ein sehr guter Sommer-Concealer. Als nächstes haben wir ein Produkt drin und zwar von Tees. Das ist uns auch schon öfters in Beautyboxen über den Weg gelaufen. Style Addict Highlighter Brightening Effekt. Und da sind ganze 13 Milliliter drin. Das ist ein Creme-Highlighter in der Farbe Body Heat. Körperwärme. Oh, das Packaging gefällt mir schon mal richtig gut. Das ist so ein Block. Jetzt muss man das drehen. Ja. Oh, richtig schön. Hier haben wir das Creme-Produkt drin. Das ist auch so rosé. Jetzt gucken wir uns das mal hier an. Sehr schön. Subtil. Aber es ist wirklich ein Schimmer und hat ganz zarte Glitzerpigmente drin. Also das ist schön. Dann nehme ich mir hier so einen Stippling-Brush. Stipple da so ein bisschen rein. Und gebe mir das dann als Highlighter auf. Da sieht man jetzt nicht so viel. Doch, der macht aber einen schönen Glow. Sehr, sehr angenehm. Ne? So ein nasser Glow. Richtig schön. Doch, den kann ich mir auch gut als Body Highlighter und so vorstellen. Bringt auf jeden Fall jetzt das Gesicht hier so zum Strahlen. Da muss man theoretisch auch nicht das Produkt abpudern. Das könnte man jetzt so über einer getönten Tagescreme auch einfach so tragen. Da müsste man jetzt nicht groß noch was machen. Aber hey, ich schmink mich gleich noch ein bisschen weiter, denn ich habe da heute irgendwie Bock drauf. Auch wenn es relativ warm heute ist, habe ich echt Lust, mich heute so ein bisschen zu schminken. Ich mache das auch gerne so im Sommer hier auf die Schlüsselbeine. Ist natürlich dadurch, dass es so eine cremige Textur ist, super angenehm. Guck mal, wie schön das denn... hebt das schön hervor, ne? Gefällt mir. Finde ich schön. Macht einen schönen Strahlen ins Gesicht. Und jetzt ist einfach die perfekte Zeit, um so cremige Texturen zu verwenden. Sei es Creme Blushes, Creme Highlighter, Creme Bronzer habe ich ja auch sogar da. Richtig geil. Um das letzte Produkt aus dieser Box zu verwenden, muss ich mich ein bisschen transformieren. Ja, das ist meine Transformation, oder? Ich habe jetzt so ein bisschen meine Augen geschminkt. Das Tutorial dazu kommt noch online. Blush Bronzer aufgetragen, Puder aufgetragen. Ich habe mir den Highlighter nochmal on top hier drauf gegeben. Und ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt nochmal weiter in die Box rein. Denn ein Produkt verwendet befindet sich hier noch drin. Und zwar von Mesauda Milano Velvet Kiss. Das ist ein Lippenstift. Und zwar Stift im wahrsten Sinne des Wortes. Die Farbe ist Wonka 102. Da muss ich an Charlie und die Schokoladenfabrik denken und an Willy Wonka. Das ist ein intensiv dunkles Tönchen. Butterzart, wirklich, wirklich schön. Mal gucken, ob es zum Augenlook passt. Du spürst, dass du was auf den Lippen trägst. Aber es fühlt sich super angenehm an. Also das ist jetzt so, als wäre das quasi eine zweite Lippenhaut, aber es ist nicht so trocken. Das ist so,
ein bisschen wie ein Lippenpflegestift vom Gefühl her. Das gefällt mir. Also passt einigermaßen zum Augen-Make-up. Komm, wir sind nicht päpstlicher als der Papst. Ja, und das wäre die Crashbox von der Goodiebox quasi mit den dekorativen Kosmetikartikeln. Und jetzt gucken wir mal, was in der normalen Goodiebox noch mit drin ist. Also mir hat der Inhalt von der Crashbox richtig gut gefallen. Dann schauen wir mal, was in der normalen Goodiebox mit drin ist. Wie gesagt, 19,95 kostet die Box, erscheint einmal monatlich. Und hier müssten wir das Produkt drin haben, welches du gratis bekommst, wenn du meinen Code verwendest, um die Box zu abonnieren. Das ist ein Body Soufflé von Human and Kind und das riecht so gut. Eine ganz leichte Formulierung und das riecht hier schon direkt raus. So, leicht Frühling, Sommer, fruchtig, richtig, richtig angenehm. Und Vitamin C, also C, wie wir das Meer, ist das Motto von der Box. Don't be sorry for enjoying taking care of yourself and feeling good about it. Sollst dich auch nicht dafür schämen, wenn du einfach dich um dich selber kümmerst und dich gut dabei fühlst. Und das finde ich auch ein schöner Spruch. So, und hier haben wir einmal das Seidenpapier, was mit einem Klebi verschlossen wird. Das öffnen wir und du riechst im Prinzip nur ihn hier. Oh, okay, da haben wir den Blick in die Box. Wie gesagt, Pflege und dekorative Kosmetik sind hier drin. Und zum einen haben wir hier eine Haarbürste drin. Das finde ich ja richtig klasse. Anwen Echo Hairbrush, das ist diese hier. Da bin ich ja mal gespannt, wie die sich dann auf den Haaren anfühlt. Ich habe in so gut wie jeder Handtasche eine drin. Ich finde ja die Form so fancy. Guck mal an, die ist so geschwungen. Das ist cool. Die ist sehr, sehr leicht in der Hand. Ich habe jetzt noch leicht feuchte Haare, weil ich war duschen. Also die wird dir die groben Knötchen auf jeden Fall lösen. Was ich nicht so gerne bei solchen Bürsten mag, ist, wenn die halt so bömpelige Sachen hier dran haben. Bitte entschuldigt, man sieht jetzt Haare, ne? Genau. Die hat hier vorne halt so Bömpel dran. Da verfangen sich halt meine Haare immer recht schnell drin. Da zieht das dann auch mal. Aber so kann man da gut durchgehen, weil die so weit auseinander stehen, ne? Na, es fühlt sich auf jeden Fall ganz gut an. Vor allem die Bürste an sich finde ich ja fancy. Ich mache mal eben meine Haare hier raus, das geht ja nicht. Ich finde die echt schön und die wird jetzt von mir auf jeden Fall verwendet werden. Finde ich klasse. Und dass es auch noch Eco sein soll, finde ich auch gut. The shape of the brush gently adapts to the shape of your head, providing a relaxing massage. Achso, das soll wirklich, wenn man dann... Okay, auf dem Kopf kämme ich mir tatsächlich eher selten die Haare. Ich mache das ja meistens in den Längen. Das soll auch noch eine leichte Kopfmassage geben. Das finde ich ja nett. Das mag ich. Das ist sogar kompostierbar, das Material von der Haarbürste. Wahnsinn. Okay, und nur die Pins, die da drin sind, sind aus Nylon. Aber das ist ja in Ordnung, ne? Ja, das passt. Weil wenn ich da irgendwas Holziges oder wie auch immer nehme, dann verfängt sich das auch schnell in den Haaren. Das ist dann auch nicht so praktisch. Und die maximale Kompostierzeit von diesem Produkt beträgt 5 Jahre. Auch interessant, oder? Dann habe ich jetzt ein Produkt, was jetzt meinen Look auch vollenden wird. Und zwar eine Mascara, die Raincoat Waterproof von Sandstone. Da bin ich jetzt ja mal gespannt drauf. Und die testen wir jetzt mal zusammen aus. Die ist vegan, das finde ich auch cool. Allergy certified, nett. Okay, die ist waterproof, wasserfest. Da muss ich immer aufpassen, weil die kriegst du echt schlecht abgeschminkt bei mir. Raincoat, ein Regenmantel. Ich biege meine Wimpern, weil ich das immer mache. Und dass sonst der Mascara gegenüber unfair wäre, wenn ich es nicht machen würde. Jetzt kann man auch nochmal von Namen den Highlighter sehen, der mir richtig gut gefällt. Und den Lippenstift, den finde ich auch echt klasse. Entschuldigung für Fred. Die groben Glitzerpartikel, die ihr seht, ist Fallout vom Lidschatten. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also die Mascara überzeugt mich persönlich jetzt leider nicht so sehr. Sie ist mir zu natürlich tatsächlich. Mir fehlt das Wawawum-Erlebnis davon. Ja, sie macht schwarze Wimpern. Sie macht auch einen Schwung ordentlich mit rein. Und sie verklebt nicht. Sie macht Definition. Ich persönlich bin aber eher der Fan von... Es muss nicht unbedingt natürlich aussehen bei den Wimpern. Deswegen ist sie nicht unbedingt meine Mascara. Aber ich weiß, dass es genug andere Leute gibt, die eben nicht so gerne mögen, wenn die Wimpern verkleben, wenn man so Fliegenbeinchen hat oder so. Das heißt, da wäre die Mascara auf jeden Fall angebracht. Das Bürstchen ist halt so ein geswirltes Kunsthaarbürstchen. Ist ganz nett, definitiv.
Der Duft ist angenehm, witzigerweise. Also überhaupt nicht stark irgendwie. Nö, sehr, 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 sehr angenehm. Als nächstes haben wir hier etwas drin, was ich sehr praktisch finde, von Valcoeur oder von Sky Solid Shampoo. Das ist für normales Haar ein festes Shampoo. Und ich habe jetzt immer mal wieder verschiedene feste Shampoos auch bei mir ausgetestet. Und die haben mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Ich brauchte aber auf jeden Fall immer noch einen Conditioner oder eine Haarkur oder sowas zu. Ansonsten sind sie mir zu natürlich, zu austrocknend. Ich brauche halt auch manchmal Silikone. Und so schaut es aus. Es riecht unfassbar gut hier raus. So ein bisschen wie Herbal Essences, wenn ihr wisst, was ich meine vom Duft her. Das ist so ein ganz spezieller Duft. Sehr, sehr angenehm. Also ich denke, damit würde ich und werde ich auch meine Freude haben. Das soll extra schaumig sein, ohne Seife, vegan, tierfreundlich und umweltfreundlich. Ja, wir haben auch in den Goodieboxen immer so ganz spezielle Marken, die du einfach nirgendwo anders siehst, weil das so ganz nordisch ist. Also ich bin ja auch ein nordisches Mädchen, ich wohne ja auch im Norden Deutschlands und ja, ich finde es schon sehr, sehr ansprechend. Hier haben wir von Kamameju oder Kamameju eine Sun Body Lotion, Medium Protection mit Lichtschutzfaktor 15, was für mich ein bisschen wenig ist, aber naja, ne? Ich brauche so 50, weil ich halt echt eine Kalkleiste bin. Ich bin halt sehr, sehr hell unterwegs. Dementsprechend ist es dann schwierig, aber alles gut. Die findet auf jeden Fall sein Zuhause. Von Balance Me, Rose Otto Face Oil, 100% natürlich. Das ist ein Gesichtsöl von Balance Me, Rose Otto. Wieso? Was macht Otto denn hier in meiner Box? Ja gut, ja, ein 100% natürliches Gesichtsöl und das wird mit Rosenöl sein, hoffe ich mal, denn Rose vertrage ich richtig gut. Oh, angenehm nach Rose. Und das ist so ein Roller, den kann man so rollen. Ja, ein Roller, den man rollen kann, das ist super. Und das ist nicht irgendwie, oh, nicht schmierig. Also das kann ich mir auch sehr gut als Gesichtsöl, Gesichtsserum vorstellen. Oh, mag ich gerne. Ich liebe den Duft von Rose. Und das war jetzt auch schon die Goodiebox in normal, sage ich jetzt einfach mal. Hat mir richtig gut gefallen. Cooler Inhalt auch mit dem festen Shampoo, mag ich gerne. Denk auf jeden Fall dran, wenn du die abonnierst, kannst du dieses Produkt gratis mit dabei bekommen. Am coolsten finde ich eigentlich die Bürste, um ehrlich zu sein. Und denk an die Verlosung in diesem Video mit der Lidschattenpalette. Und jetzt haben wir alles, oder? Ich weiß nicht. Es ist so ein Kreuz- und Quer-Video. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!